Rente mit 68. Was steckt dahinter? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 7. Juni 2021 gab es ein Gutachten vom Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums und in diesem Gutachten stand oder steht drin, dass die Rente mit 68 kommen soll oder sie wird gefordert. Was heißt das übersetzt? Das heißt, dass die Regelaltersgrenze von derzeit 67. Lebensjahr auf das 68. Lebensjahr steigen soll. Das heißt also, der reguläre Rentenbeginn bei einer Altersrente wäre dann das 68. Lebensjahr. Und der Grund dafür ist dort im Gutachten auch benannt worden. Und zwar, es stünde schlecht um die Finanzen der deutschen Rentenversicherung, vor allen Dingen für die Zukunft. Ab 2025 weiß wohl kein Mensch mehr, wie hoch dann der Bundeszuschuss, den die deutsche Rentenversicherung jedes Jahr bekommt, werden wird. Derzeit liegen wir bei über 100 Milliarden Euro Steuergelder. Das sind ungefähr 25% des gesamten Bundeshaushaltes, der für die gesetzliche Rente ausgegeben wird. Und da ja die Haltelinie und das eingefrorene Rentenniveau auf 48% so viel Geld kosten soll, kommen da immer mehr Ausgaben auf den Staat zu und deshalb sagt dieser wissenschaftliche Beirat, wir müssen unbedingt die Rente mit 68 einführen. Und was noch so im Kleingedruckten stand, was ganz wichtig war, dass die Rentnerinnen und Rentner, also die Bestandsrentner, dann in der Zukunft auf ihre Rentenerhöhung zum Teil verzichten sollen. Und wer steckt da in der Person hinter diesem wissenschaftlichen Beirat als federführender Gutachter? War das Professor Dr. Birch Subban. Und genau dieser Mann hat auch in der Vergangenheit schon sehr oft solche Vorschläge gemacht mit der Rente mit 69 und mit 70, soweit wie ich mich erinnern kann. Die Reaktion auf diesen Vorschlag, massiver Widerstand und auch ganz klare Aussagen von fast allen gesellschaftlichen Gruppen, außer den Arbeitgebern, die finden die Rente mit 68 besonders toll, dass man diese Rente mit 68 einfach ablehnen muss, weil sie an der Lebenswirklichkeit der Deutschen einfach vorbeigeht. Man denke bitte daran, immer an den Postzusteller und an die Postzustellerin, an die Krankenschwester, an die Pflegerin im Altersheim und so weiter. Wie sollen die denn bitte bis 68 arbeiten? Und vor allen Dingen, wie wollen wir die denn rechtlich sozusagen in einen Bestandsschutz reinkriegen, dass die dann eventuell keine Abschläge bekommen, wenn sie früher in Rente gehen wollen? Denn die Rente mit 68 bedeutet nichts anderes, dass die Menschen, wenn sie früher in Rente gehen wollen als mit 68, viel mehr Abschlag zahlen müssen. Die Rente mit 68 würde praktisch die Jahrgänge betreffen, die ab 2040 bis 2045 in Rente gehen. Ich sage, ein völlig untauglicher Versuch, geht an der Lebenswirklichkeit vorbei. Was wir brauchen, sind echte Rentenreformen, eine Bürgerversicherung, wo alle Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland einzahlen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.